So, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Gerade eben kam der Postler und hat mir dieses Paket vorbeigebracht. Ich habe das Paket gewonnen, also besser gesagt, den Inhalt habe ich gewonnen. Und zwar von Fuba Forest Film vom Dennis. Schaut mal rein, der macht super Videos und super Giveaways. Hier das Sanremo-Messer, das war mein erster Gewinn überhaupt. Und wo habe ich es gewonnen? Richtig, beim Dennis. Okay, ich mache es jetzt mal auf. Freue mich schon tierisch, weil erste Hilfe kann man immer gebrauchen. Und da war ich noch ein bisschen spärlich ausgerüstet. Deswegen habe ich bei dem Spiel auch mitgemacht. Oder bei dem Giveaway. So, ich lege euch mal kurz auf die Seite, dass ich besser auftritt. Aber wie gesagt, schaut mal beim Dennis rein. Pure Forest Films, wirklich toller Kanal. Der haut auch Videos am laufenden Band raus. Macht super tolle Messer. Reviews, stellt sie vor. Meine Messervorstellungen sind leider begrenzt. Mir ist es eigentlich egal, welcher Stahl das Messer hat. Bei mir muss es nur wirklich toll in der Hand liegen. Aber für wirklich Freunde des Stahls, guckt mal rein. So. Hat er gut verpackt, ja. Dennis, 1A verpackt. So, ich reiße jetzt einfach raus, sonst dauert es noch ein paar Stunden länger. So, prima. Wunderbar. Verbandspäckchen, manch einer wird jetzt sagen, was stellt er jetzt hier ein Video rein von Verbandspäckchen oder so. Ich mach's einfach mal. Pflaster. Super. Na prima, Reinigungstuch kann man auch gebrauchen. Alkopads. Nochmal Pflaster. Meine Güte, platzt mein Rucksack schon wieder aus allen Nähten, wenn ich das alles einpacke. Dennis, auf jeden Fall, ich bedanke mich vielmals. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt das zweite Mal schon bei dir was gewonnen habe. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich. Und du wirst ja mal in einem kommenden Video sehen, wo ich jetzt dann meinen Rucksack dann bepacke, wo ich mir neu bestellt habe. Dann wirst du das hier alles wieder in meinem Erste-Hilfe-Päckchen sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag. Heute strahlt die Sonne bei uns, wunderbar. Eigentlich könnte ich raus, aber ich muss noch ein bisschen was im Garten machen. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ach Gott, das habe ich wirklich wiederholt. Egal. Also bis dann. Ciao, ciao.